Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge des RIP-Kalenders. Ja, ihr seht richtig, ich sitze hier gerade auf dem Boden, aber ich will ja auch gar nicht lange rumschnacken. Ich will jetzt einfach nur gleich mal das Türchen des 1. Dezembers unboxen. Und da können wir auch gleich mal loslegen. Wow, ich liege hier alles, ja. Okay, ja, hier der geile Milka Mario Adventskalender. Ui, die Unboxing-Hand ist am Start, Freunde. Wir haben hier schon mal die 1, ja. Ich sehe das hier ganz eindeutig. Jetzt muss ich hier nur ein bisschen randrücken, ja. Hier ganz gefährliches Messer und so. Ich weiß, ich habe die voll professionell schon mal hier vorbereitet, alle. Jawoll! Ich habe das voll professionell vorbereitet, muss ich sagen. Ja, die sind noch nicht mal aufgehangen oder... Ja, toll, gleich mal den 16er aufgemacht, Freunde. So macht man das. Das ist ja nicer, dicer. So, was haben wir hier denn? Jawoll, ja, Freunde. Guckt euch das mal an. Holen wir das gleich mal raus. Hier ist tatsächlich ein kleiner Milka-Weihnachtsmann. Alles klar, Freunde. Ja, wunderschön. Verspeisen werde ich den jetzt noch nicht, weil ich persönlich hier gerade noch nicht den 1. Dezember habe. Aber... ich werde den mir auf jeden Fall dann mal vergönnen, wenn denn dann wirklich der 1. Dezember ist. Genau aus diesem Grund habe ich den hier auch noch stehen. Denn den werde ich dann auch wirklich am 1. Dezember unboxen, für mich privat. Und den hier für YouTube, weil Mario und so. Genau, also und jetzt viel Spaß bei dem Gaming-Content nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zum weihnachtlichsten Hack auf dieser gesamten Welt. Newer Summer Sun. Ihr seht schon, die Sonne scheint mir hier ins Gesicht. Auf beiden Seiten. Ich brauche die Sonnenbrille. Okay, lassen wir das mal. Hallöchen, Leute. Und herzlich willkommen zum, zum ersten Teil des RIP-Kalenders. Ihr seht schon, wir werden hier jetzt jeden Tag ein Level von Newer Summer Sun spielen. Und wir legen gleich los in Welt 1.1. Für alle, die Newer Summer Sun nicht kennen, das ist ein Hack für New Super Mario Bros. Wii auf der Wii logischerweise. Und ja, so sieht's aus. Wir werden jeden Tag jetzt hier ein ganzes Level spielen. Und ja, genau, deshalb die Adventskalender-Videos sind etwas kürzer, erscheinen täglich um 6 Uhr morgens. Das ist ja auch eine wunderschöne Zeit, da kann man sich das mal kurz beim Frühstücken angucken. Und das war nicht so sick, ehrlich gesagt. Ja, wir fällen hier gleich bei der ersten Sternmünze. Wir machen selbstverständlich 100%, ja. Und es gibt hier nur 23 Level, das ist ja das Komische. Es gibt nur 23 Level hier. Und die schlauen Leute fragen sie natürlich gleich, aber Raffi, bist du denn ein kompletter Vollidiot? Weißt du denn nicht, dass der Advent 24 Tage hat? Leute, da muss ich euch leider enttäuschen, ihr könnt mich so einfach nicht fronten. Ich weiß, dass der Advent 24 Tage hat und ja, am 24. Tag wird es ein wunderschönes Best-of geben von diesem Projekt. Und ja, ihr habt es ja auch schon gesehen, ich werde am Anfang jeden Parts vom RIP-Kalender erstmal das Adventskalender-Türchen des jeweiligen Tages öffnen. Und ja, danach gibt es hier ein Level und zum Schluss erwartet euch auch noch eine kleine Überraschung. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen, ich will ja nicht alles von Anfang an gleich spoilern. Ja, lasst euch einfach zum Schluss überraschen. Ich werde am Schluss immer so eine kleine Überraschung halt reinpacken, die für Unterhaltung sorgt oder sowas in der Art zumindest. Ihr werdet nachher schon sehen, was ich meine. Ja, Newer Summer Sun, der Hack wurde entwickelt von dem Newer Team. Und ja, ich denke mal, das Newer Team sollte den meisten ein Begriff sein. Generell für die meisten Super Mario Bros. Hacks, vor allem für die erfolgreichsten Super Mario Bros. Hacks, verantwortlich. Und deshalb spielen wir hier Newer Summer Sun. Passt halt relativ gut thematisch zum Winter, ne? Leute, merkt ihr selber, wie perfekt das passt.
Ich hoffe, euch gefällt das, dass ich hier einfach mal eiskalt, zum Glück nicht die dritte Sternmünze vergessen habe. Nee, dass ich hier, warte. Dass ich hier eiskalt einfach mal was Sommerliches zocke, ist doch auch schön, oder? Das gefällt mir hier ja mal so gar nicht. Ich würde mal behaupten, hier einfach hinters Ziel schwimmen und da ist die erste Sternmünze. Ja, Wunderbärchen. Und das war's auch schon mit dem ersten Level. Wie gesagt, die RIP-Kalender-Videos sind nicht allzu lange. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, hier täglich Videos zu produzieren. Und, ja. Genau aus diesem Grund, war's das auch schon wieder. Und nachher gibt's jetzt gleich die kleine Überraschung. Ist nichts großartig Spezielles. Wirklich nicht. Ne? Also, sobald hier das nächste Level freigeschalten ist, gibt's die Überraschung. Wunderschön. Erzähle mir einen Witz. Wo macht ein Skelett Urlaub? Am Toten Meer. Naja, das war die Überraschung. Ist ja eine richtig krasse Überraschung, ne? Also, jeden Tag am Schluss noch ein toller Witz von Google, um toll in den Tag starten zu können. Beste Leben, Alter.